Bonus, ja, ein absolutes Bonus. Ich wollte eigentlich mehr aufheben für die nächste Show, aber Sie wissen doch, viele von uns Künstlern arbeiten mit Agenturen zusammen. Also die meisten oder ganz viele arbeiten mit einer sehr großen Agentur zusammen. Das ist die Agentur für Arbeit. Ja. Und nein, wir haben alle ein Management und auch ich habe ein Management und mein Manager hat zu mir gesagt, André, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Und jetzt war ich da ein bisschen skeptisch und sagte, komm, probier doch mal. Und dann hat er gut gesagt, nächste Woche gehe ich aufs Schiff, bin ich auf der Aida, cara, da habe ich am zweiten Tag, hat er einen Seetag, können wir anfangen. Und wie es durch Zufall ist, es ist heute das erste Kapitel fertig geworden. Das ist jetzt quasi eine Weltpremiere und ich kann da gar nichts zu sagen, ich lese das jetzt einfach mal vor. Ne? Eigentlich will ich gar kein Buch schreiben. Ich weiß nicht worüber, ich weiß nicht, wie es heißen soll. Einfach das Bühnenprogramm aufschreiben ist doch albern, ist doch kein Buch. Bücher, das ist doch Literatur, Genie und Geist. Schriftsteller, die in ihrer Kunst aufgehen, nächtelang schreiben, 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 um die geistige Elite dieses Landes an ihren Gedanken teilhaben zu lassen. Das ist heute schon lange nicht mehr so, sagt mein Manager. Heute kann jeder ein Buch schreiben. Und wenn er auch nur ein Z-Promi ist, wird es nicht nur veröffentlicht, sondern auch gekauft. Ich glaube ihm nicht. Aber er hat mich verunsichert. Ich gehe zu Humdubel, um seine These zu überprüfen. Ich glaube nicht, was ich sehe. Es gibt Bücher von Dieter Bohl, von Sonja Kraus, von Nadja Abdel-Farag. Ich finde eine Autobiografie von Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, ich bin mir sicher, dass Lothar Matthäus das Wort Autobiografie nicht schreiben kann. Okay, dann kann ich auch ein Buch schreiben. Aber wie soll es heißen? Ich schaue mich weiter um, achte nicht mehr so auf Autoren, sondern auf die Titel. Wie heißen Bücher heutzutage? Die Feuchtgebiete. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das moppel ich. Und ich denke, wer um alles in der Welt kauft sowas? Und plötzlich ist er da, der Titel für mein Buch. Ich sehe ihn ganz deutlich vor mir. Ich werde mein Buch nennen, Mein Leben unter Doofen. Das ist doch mein Titel, das spricht jeden an, da kann sich jeder was selbst wiederfinden. Immerhin kennt doch jeder mindestens einen, der bekloppt weiß als er selbst. Und es gibt sie ja, die Doofen. Ne? Hat sie immer gegeben. Ne? Die meisten verstecken sich heute nur anders. Und die Doofen darf man ja heute auch gar nicht mehr sagen. Die heißen ja heute Andersbegabte. Ja, die sind heute auch ganz anders integriert. Selbst als komplett Andersbegabter können sie es in der CSU zum Beispiel bis zum Ministerpräsidenten bringen. Das war früher nicht so. Mein Opa hat gesagt, natürlich gibt es die Doofen. Die hießen bei uns damals entweder Deppen oder Volldeppen. Die waren Flakhelfer oder Pioniere. Und wenn sie den Krieg trotzdem überlegt haben, sind sie danach unter Tage gegangen. Ich denke, Mensch, was machen die heute eigentlich? Ne? Die meisten Zechen sind ja zu. Flakhelfer und Pioniere werden ja auch nicht mehr so viel gebraucht. Mir fällt ein Bekannter ein, Helmut. Der ist nun wirklich nicht die hellste Kerze am Leuchter. Der wusste auch von sich selber, dass er die Tiefenzeller nicht erfunden hatte. Ein kleines Beispiel. Wenn Helmut ein neues Regal brauchte, ist er von einem Ikea zum nächsten gefahren, um die Preise zu vergleichen. Helmut hat in meinem Edeka gearbeitet, bei der Pfandrückgabe. Er hat die Pfand angezählt, den Bon ausgestellt und hatte eine Festanstellung mit bezahltem Urlaub. Irgendwann wurde dann die Pfandrückgabe geschlossen. Und durch einen Automaten ersetzt. Seit der Automat da ist, ist Helmut auf Hartz IV und bei der Pfandrückgabe ist jetzt immer eine riesige Schlange. Weil er auf der Automat keine knickten Flaschen nimmt. Steht extra dran, Flaschen bitte, nicht knicken. Das war Helmut immer egal. Und wenn sie nur mal geknickt ist, der Automat nimmt und nimmt und nimmt sie nicht, hat mir jemand einen Tipp gegeben. Einfach die Flasche aufpusten. Das funktioniert. Der einzige Nachteil, jetzt bekomme ich einen Wutanfall, wenn ich mit hochrotem Kopf die Flasche aufgepustet habe, der Automat sich endlich nimmt und direkt danach höre ich aus dem Magen das Geräusch. Und ich denke, der diesen Automaten aufgestellt hat, bekommt in meinem Buch Mein Leben unter Doofen ein eigenes Kapitel. Aber es geht noch besser. Neben dem Automaten steht ein Behälter. Da kann man seinen Pfandbon als Spende einwerfen.
als Spende für die Berliner Tafel, damit Helmut, der hier einen super Job gemacht hat, sich wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit leisten kann. Dafür soll ich von diesem Drecksautomaten auch noch meinen Fangbon spenden und... Plötzlich stelle ich fest, dass ich das erste Kapitel bereits fertig habe von meinem neuen Bestseller Mein Leben unter Drogen. Und ich glaube, es wird ein dickes Buch. Jetzt gleich noch zur Aftershow-Party zu kommen. Die findet jetzt gleich anschließend oben in der Anytime-Bar statt. Und ich glaube, ich lege mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, alle, aber auch wirklich alle, an der Show beteiligten Künstler werden auch noch persönlich anwesend sein. Für alle anderen gilt das Motto, wenn Sie mich die nächsten Tage hier auf dem Schiff mal rumlaufen sehen, viele wissen wir nicht, wo ich das mache, denken Sie immer dran, ich bin ein Künstler zum Anfassen. Sie entscheiden, wo. Das war von mir.